Was zum Henker? Schon wieder so ein Kackschwein. Direkt mal so ein Schrecken hier, ey. Du bist ja voll bescheuert, ey. Was? Die sind aber nicht hinter uns her, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe sehr nicht. Du willst mich doch... Der will mich doch verarschen. Selber schuld. Okay, okay, Moment. Du willst es nicht anders? Das war ein Treffer. Ich heile mich mal kurz. Das heißt, ich hau mir mit der Kneifzange was aus dem Arm. Da sind schon ein paar Kollegen von uns, die kämpfen. Alter, was zum Henker? Nein, 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 Moment. Nicht die Angel. Oh Gott. Ich kletter erstmal hoch. Ganz schnell, ganz schnell. Komm schon, komm schon. Eieieiei. Eieiei. Oh Gott, wir sind hier auf dem Präsentierteller eigentlich. Das ist nicht so toll. Diese Position ist echt mies. Shit. Ich habe kein wirkliches Ziel, muss ich sagen. Fuck. Ich musste abhauen. Eigentlich wollte ich darüber, aber ich glaube, es ist sicherer abzuhauen kurz. Oh, hallo. Na du? Was ist denn hier los, Freunde? Wow. Ich zieh den ja mal gar nichts ab. Nein, hau ab. Shotgun, Shotgun. Shit. Jetzt kommen auch noch die Schweine. Hau ab. Wenn die Schweine mich jetzt umbringen, ne? Der Heli. Der fucking Heli. Ah, gleich können wir uns heilen. Gleich. Aber ein Schuss und wir sind tot. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh, bitte, bitte. Einmal Zigarre rauchen, das ist ein ganz falsches Bild. Mit der Zigarre fühlt man sich besser. Wie wäre es, wenn ich einfach mal schieße? Ich will den. Wow, was zum Henker? Die sind ja immer noch welche auf dem Boden. Ich kriege ihn leider nicht. Vielleicht mit dem hier einfach auf den Heli ballern. Das bringt kaum was. Komm schon, ein Heli, dem Piloten Heli geben. Ich treffe den nicht wegen dem Baum, ne? Das war ein Headshot! Das sind alles Headshots! Fuck. So, komm her. Okay, nein, 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 nein! Rettet mich! Nein, verdammt. Klar, mit Raketen auch noch schießen. Das nenne ich fair. Fuck, Mann. Wir kriegen den nicht weg. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Wobei, da ist so ein Kletterhaken. Ich kann meinen Kletterhaken hier benutzen, oder nicht? Da, ja, ja, ja. Den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Oh mein Gott. Hoch, hoch, hoch. Was gibt's denn hier? Benzin? Ich dachte, hier gibt's eine fette Waffe oder so. So eine Panzerfaust. Das wäre jetzt geil.
Das ist nicht so gut. Das ist nicht gut. Fuck. Nein. Okay, ich mach mal den hier. Okay, wir müssen abbauen. Es bringt nichts. Ich hau ab. Tschüss, Freunde. So, wir müssen da hinten hin. Moment, ich guck nochmal gerade. Wir müssen hier hin. Ja, das ist diese Kiste, die wir holen müssen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Übernimmst du das wirklich gern? Wo ist unser Auto, wenn man es braucht? Na du? Tschüss. Wir haben nur noch 3,5 Minuten. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, bin ich mal zu meinem Auto geflogen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Können wir das nicht hier hinrufen? Da hinten ist unser Auto. Ich gehe mal zur Straße. Diese Stressmacher-Musik auch noch, weißt du? So, von hier müssten wir eigentlich unser Auto bekommen. Weil damit kommen wir ganz einfach dorthin. Ja, lass mich rein. Lass mich einfach rein. Lass mich. Hier ist das gut. Ja, danke. Okay, vielen Dank. Ja, du sagst es. Tschüss. Okay, da hinten müssen wir also hin. Was zum Henker habe ich da erwischt? ich habe keine Ahnung. Was? Was zum Henker? Na komm schon. Jetzt habe ich schon ein Rennauto und dann sowas. Oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich sollte mir vielleicht einen Plan machen. Ja, das ist Plan genug. Eine kleine Wegmarkierung setzen, das reicht schon. So, aus dem Weg. Ich habe keine Zeit. Los, weiter. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. 2 Minuten. Sollte klappen. Müsste eigentlich klappen. Wenn wir da nicht von irgendjemandem jetzt gejagt werden. Hier müssen wir links rein. Es ist natürlich hier gleich Territorium der Feinde, der Soldados. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Aus dem Weg, Mann! Alter, ein Panzer. Dann lieber hier lang. Oh nein, der hat uns gesehen. Aber das reicht nicht. Wir sind schneller. Wir sind schneller als der Panzer. Also, das hoffe ich. 100 Meter, das laufen wir. Komm. Das laufen wir. Das kriegen wir in einer Minute hin. Da wären aber wahrscheinlich... Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ja. Das sind doch bestimmt Kollegas, die drauf warten, oder? Das nehme ich gerne. Sammle die Vorräte. Ach, die Zeit ist abgelaufen. Okay, Moment. Dann kann ich ja jetzt in Ruhe gucken. Vorsicht vor den Flammen. Naja, die Flammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Nein. Das ist echt nicht gut. Oh mein Gott, da sind sehr viele. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich probiere es. Würde aber nicht gut gehen wahrscheinlich. Oh mein Gott. Nein, hier ist niemand. Ich bin ein Niemand. Wir sind nicht in Feindesgebiet, ne? Hä, ich will überhaupt nichts. Was wollt ihr denn? Ist ja frech. Kann ich hier rein? Nein. Wie komme ich denn an die dran jetzt, ohne dass wir hier einen Krieg entfachen? Ich glaube, wir müssen einen Krieg entfachen, oder? Anders geht's hier nicht. Ja, ich bin in Feindgebiet, ich weiß. Konyo. Verdammt, was hast du hier zu suchen? Nicht, dass er die Geisel tötet. Das wäre nicht so gut.
Was zum Henker? Okay, okay, ganz ruhig. Ich will hier nur weg. Ich hab keine Munition! Fuck, Mann. Fuck. Da kommt einfach ein Baum auf uns zu. Por favor. Oh. Haben wir es geschafft? Ja, ne? Alles brennt und die Geisel lebt. Hilf mir doch. Ja, ja. So. Feuer löschen. Löscheln. So, wo ist die Kiste, Mann? Dafür sind wir grundsätzlich hier hingekommen. Also ohne Krieg ist das hier auf diesem kleinen Raum, ist es nicht anders zu schaffen, glaube ich, oder? Danny, du hast dich selbst getroffen. Sehr geil, sehr schön. Was ist das denn hier? Warum blinkt das so komisch? Schießpulver, Impromaterial, wunderbar. Nehmen wir sehr gerne. Und Kleber, na klar. Was können wir mit ihr reden eigentlich? El Cloro, Fahrzeuge, offensive Waffen. Haben wir freigeschaltet? Sí, sí, vamos a la playa. So, wir haben ein bisschen Munition, haben wir gesammelt. Wunderbar. Ich lade alles durch. Alles, was wir haben. So, die Shotgun hätten wir auch nutzen können. Die vergesse ich meistens. So. So, okay. Puh. Und dich nehmen wir natürlich auch mit. Ein Segen. Ein Segen. Was denn? Was explodiert? Die armen Leute, die hier wohnen. Naja, man muss halt Opfer, man muss halt Opfer bringen, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. So. Okay. Ich glaube. Warum brennt diese Palme? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hilfe, nicht schon ein Heli wieder. Wir brauchen unbedingt... Wobei, wir haben doch unser L1R1, unser Supremo. Warum habe ich die nicht benutzt vorhin? Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Das hätte man längst machen können. Warum fällt mir das nicht ein? Selber schuld. Ich schnapp mir mal das Pferd, weil es einfach da steht. Warum auch nicht? Mein gutes Pferd. Komm mal her. Sag mal. Bringe dieses Pferd zu einer beliebigen Übergabestelle, dann ist es immer deins. So, ein braves Pferd. Habt ihr viel Spaß beim Angeln? So, zur Übergabestelle bringen. Ja gut. Muss jetzt nicht sein. Wir zerstören erstmal alles hier mit dem Pferd. Okay. Okay, Moment. Das ist, wow. Das hätten wir also erledigt. Hier war noch eine Kiste, aber das ist mir gerade egal. Was ist das denn hier? Ach, FND-Konvoi ist das. Okay, ja gut, das ist mir egal. Wir könnten... Ich überlege gerade. Jaranische Krokodil-Jagdgebiet. Wir brauchen ja auch Krokodilfleisch, ne? Eine Mission sagt ja, sammle Krokofleisch. Was haben wir denn eigentlich hier im Arsenal bekommen, wenn ich mal fragen darf? Ah, dieses Gewehr, die 308. Karabiner. Ist eine Shotgun. Ach, Quatsch, eine Sniper. Ich vergleiche die mal mit unserer Sniper. Die hat einen höheren Schaden. Kleineres Magazin. Feuerrate ist etwas höher und alles andere ist auch geringer. Ich mag unsere Sniper eigentlich momentan. Ich möchte die gar nicht abgeben, obwohl die ein Stern... Und die hier ein 2-Stern-Scharfschützengewehr ist. Aber trotzdem. Vielleicht können wir die irgendwann verbessern. Aber jetzt noch nicht. Hier steht unser Wagen. Ist jetzt die Frage, was wollen wir machen? Ich hatte ja vor, grundsätzlich wollten wir eigentlich uns treffen mit Espada. Teniente zu finden. Ja, ja, ja. In Sinestra. Genau das wollten wir machen.
Das ist hier hinten. Der zweite Sohn, ein Einsatz. Können wir auch noch machen. Beifahrer, Rang 7. Rüste dein Fahrzeug auf und ich gebe dir was, was dich so richtig ins Schwitzen bringen wird. Ich habe Angst, wenn ich das lese. Okay, wir können das hier auch noch machen. Flugabwehranlage Gamma können wir auch zerstören dann. Ja, vielleicht müssen wir auch dahin im Zuge dieser Mission. Ja, wir fahren erstmal hin. Und auf dem Weg können wir vielleicht hier diese Kisten einsammeln, die auf dem Weg liegen. Los jetzt. Na komm. Das machen wir. Ich hätte vielleicht das Auto nehmen sollen, aber ich hatte jetzt irgendwie gerade Bock zu reiten. Boah, da ist wieder so ein Flugzeug. Ich frage mich, ob wir auch irgendwann selber fliegen dürfen. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Wenn wir selber fliegen dürfen. Und ich glaube, das kann man tatsächlich. Oh, das ist da oben im Turm. Mit dem Sniper zusammen, na klar. Ja, ja, hier ist kein Geräusch. Alles gut. Pass bloß auf, Danny. Na, du? Voller Sniper. Ich bin eigentlich nur hier wegen der Kiste. Was haben wir denn hier Schönes? Die Scorpion. Rein Feuerpistole. Der verbreitet hier sein Zeug. Na du? Was zum Henker tust du? Mann, Pferd! Dem gehen wohl die Pferde durch. Ich ruf mal unser Auto. Und oh, diese Nervensäge wieder. Ich finde das ja ganz cool, aber... Warum muss der hupen? Ich stehe direkt neben dir, Mann. So gut wie neu. Na klar, so gut wie neu. Darf ich mal? Danke. Ja, ist ja gut. Huch! Haben wir den jetzt erwischt? Nee, aber nicht, oder? Ich dachte schon, wir haben unseren eigenen Mann umgebracht. Das wäre nicht so toll. So, auf dem Weg dorthin... Aber nicht wirklich viel. Wobei, ja, du, wir könnten die Kiste hier noch mitnehmen. Die Libertad-Kiste. Komm, die nehmen wir noch mit. Ah, die ist nicht ein feines Gebiet, oder? Ah, ist sie nicht. Nee, die ist hier in freiem Gebiet. Bitte nicht dich! Hey, du! Ja, was denn? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der fragt sich überhaupt nicht, mit wem er redet, ne? Ja, hier, bitte sehr. Gracias, mia. Che, de nada. Ja. Okay, ich bin eigentlich nur wegen der Kiste hier. Wegen der Geisel war ich nicht da. Aber ey, wenn man schon da ist, warum nicht? So. Okay, jawoll. Hier, das nehmen wir alles mit. Ein paar Teile. An die Kiste muss ich. Und an die Medizin auch. Yes. Die Medizin. Und eine Kiste mit... Krawallstiefel, natürlich. Was auch sonst? Was haben wir denn momentan? Schmarotzerschuhe. Die dreckigen. Du wirst von Nahkampfangriffen nicht mehr niedergeschlagen. Automatiksammler. Du sammelst Gegenstände in der Nähe automatisch ein. Das gefällt mir mehr. So, that's it. Vielen Dank. Oh, ich erinnere mich. Bei Nacht sieht man Gegner und andere Menschen eher und Tiere auch. Das ist ganz cool. Jetzt sehe ich auch, was gemeint ist. Die leuchten so ein bisschen auf. Das ist ganz geil gemacht. Warum bewegt sich unser Auto? Das ist mit dir. Du willst doch nicht etwa... Mal gucken, was passiert, wenn es dagegen fährt. Gar nichts. Ich dachte, der Karren explodiert oder sowas. Was absolut unsinnig wäre, aber... Ich dachte, genau das passiert. Genau das, ja. Unfassbar.
So, okay, ich gucke nochmal gerade auf die Map. Ich glaube, auf dem Weg ist sonst nichts mehr. Wir könnten auch nochmal zurück ins Camp. Oh, wir haben hier ein paar Kisten, ein paar Abbilder, ein paar Götzen, Statuen. Aber ins Camp müssen wir ja eh nochmal. Ich würde gerne erstmal hier hin. Wir nehmen das hier als Ziel und ab dafür. Oh, Gegner. Gegner leuchten feuerrot. Finde ich ganz cool. Was war das da gerade? Moment, da waren Ausrufezeichen, ne? Ich gehe nochmal kurz zurück. Ganz kurz. Hier gibt es so viel zu sehen. Es gibt so viel zu sehen. Es ist unfassbar. Wo waren jetzt das Ausrufezeichen? Wo war das denn? War das hier? Oder habe ich mich übersehen? Habe ich mich versehen? Kann das sein? Ja, es kann natürlich sein, dass ich mich verguckt habe. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass da ein Ausrufezeichen blinkt. Ich bin selber schuld. Rechts vor links. Natürlich. So. Okay, es ist doch kein Ausrufezeichen gewesen. Ich entschuldige mich. Also, die Leute hier in Yara, ne? Die können echt nicht Auto fahren. Was ist denn? Ja, ich fahre ja schon weg. Crazy. Was hier abgeht, ist wirklich... Du willst nicht auf mich schießen, oder? Pferd, hau ab, ich hupe doch. Oh, dieses Lied wird ziemlich krasser Copyright sein, aber... Was soll ich machen? Ich mag das Lied trotzdem. Oh mein Gott, die Hühner, es tut mir leid. Liebe Hühner, bitte verzeiht mir. Okay. Darf ich mal hier durch? Entschuldigung. So, wir müssen hier links rein. Ja, wir haben Vorfahrt, sorry. Nicht mehr lang, dann sind wir da. Wo auch immer. Oh, hier ist ein... Oh, hallo. Ja, warte mal ganz kurz hier. Was hast du mir zu berichten? Komm her. Ja, ich bin auch schon da. Was kannst du mir sagen? Scheiß auf diesen Krieg. Ich brauche die Kohle. Okay. Hier findest du die Vorräte. Danke. Sehr gut. Wir haben ihn bestochen. Finde ich gut, würde ich auch immer machen. Warum auch nicht? Der kann uns nützliche Informationen geben. Sachen, die wir sonst nicht finden würden, wahrscheinlich. So, auf dem Weg ist nichts mehr. Dann kommen wir gleich zu unserem Zielort. Okay. Wow. Bester Autofahrer aller Zeiten. Ja, du fährst auch ohne mich, ne? Alles klar. Was ist denn... Es geht denn jetzt? Werden wir abgeholt? Wir gehen großes Risiko ein für einen Teniente. Wenn du was auszusetzen hast, kannst du schwimmen. Lieber nicht. Es ist eine Story-Mission, denke ich mal. Aber das ist ganz cool. Dann machen wir das auch mal zwischendurch. Ich mag diesen Mix. Story-Mission, Nebenmission. Gehört es dir? Nein, habe ich gestohlen. Papa echt kein schönes Boot. Wie man Traktoren kurz schließt. Boote unterscheiden sich da nicht so sehr. Hey, okay. Carlos muss zu einem Arzt. Viel Glück. Er hustet Blut. Er braucht Hilfe. Papa hat mich mal mit zum Fischen genommen. Südlich der Costa del Mar. Er kann gut mit Vieh umgehen, aber nicht mit Fischen. Er hat einfach zu wenig Geduld und konnte sie nicht auswerfen. Immer zog er die Schnur über den Boden. Einmal verfing sich der Haken sogar in seiner Lippe. Er war so wütend, dass er eine Stange Dynamit ins Wasser warf. Er hat eine Menge Fische getötet, aber auch ein verdammtes Loch in unser Boot gesprengt.
Wir sind 5 Kilometer zur Küste zurückgeschwommen. Alle Boote haben angehalten, um uns zu helfen, aber Papa sagte denen, sie sollen sich verpissen. Was hat das damit zu tun, dass Carlos krank ist? Was ich sagen will, ist, dass der Tag, an dem Carlos Montero Hilfe kriegt, der Tag ist, an dem die Hölle zufriert. Alter, ihr Montero seid stur. Ja. Ich nicht. Nur Papa. Ja, klar. Als Maul. Klar. Scheiß Tabak. Er sollte unsere Leute reich machen. Aber? Das hat Anton zumindest behauptet. Schön, deshalb wurde er gewählt. Ja, von uns haben auch viele für ihn gestimmt. Wir haben an seine Versprechen geglaubt. Wir dachten, es wird wieder so wie damals. Mhm. Wie eine Fantasiewelt. Wir lagen so verdammt. Politik eben, Politik. Wenn wir etwas verändern wollen, muss uns jemand in Form bringen. Uns zusammenbringen. Mhm. Und das ist sicher nicht Papa. Sondern? Sondern? Okay. Wir sind wahrscheinlich gleich da. Nach Cayo Villa Real wollen wir. Ist das diese Insel hier vor uns? Ah, ich finde das ganz cool, dass wir selber nicht fahren müssen, dass wir hier die Plan ist folgender. Sag Umgebung angucken können. Was du fühlst. Niemals. Traue niemandem, schon gar nicht deiner Tochter. Hm. Reagiere einfach auf das, was Napoleon el Pequeño dir entgegenwirft. Ja, okay. Ist so oldschool. Erinnert mich an meinen Direktor aus dem Waisenhaus. Streng, hart wie Stein. Aber wenn er dich mochte, hattest du einen Freund fürs Leben. Unbefugt. Das wird uns noch alle umbringen. Wir können nicht immer nur auf José reagieren. Mhm. Das funktioniert ja nicht. Wir brauchen was Neues. Flexibleres. Okay. Wir müssen diesem Hijo de Puta immer einen Schritt voraus sein, bis er tot ist. Ja, sehe ich auch so. Gute Antwort, Danny. Hijo de Puta. Okay. So, das ist alles unbefugtes Gebiet hier, meine Liebe. Das wird gefährlich, glaube ich, oder? Wird schon, das wird schon. Ich mache mir keine Sorgen. Mierda. Kaufst du mexikanische? Der Tabak hier draußen wurde vivirofiziert. Wir können nicht mal unser eigenes Kraut rauchen. Komme mierdas. José Castillo, ach, das ist der. ¿Qué pasó? José Wixer Castillo. Antons beschissener Neffe. Lo veo y no lo creo. Was denn? Was macht er? Er redet mit dem Teniente, nachdem wir suchen. Wirkt mehr wie ein Wissenschaftler. Schalten wir José aus. No, no. Su nam Teniente. Alter! Scheiße. Wow. Da drüben. Und mit seinem Säbel. Ja, den müssen wir auf jeden Fall erwischen. Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Lass uns nach Informationen suchen. Genau, das machen wir. Vielleicht hilft uns sein Freund beim Hubschrauberlandeplatz. Okay, okay. Na dann komm. Der Tote nahe dem Helipad könnte etwas Nützliches bei sich haben. Ach, der Freund. Freund. Okay. Ich schau mich mal gerade um. Ist da hinten noch irgendjemand? Sonst sehe ich hier, glaube ich, niemanden. Weichziel muss Munition, Pistolero. Okay, da hinten ist unser Ziel. Irgendwo da liegt er. Müssen wir irgendwie hinbekommen. Na, dann komm. Kommst du mit oder nicht so? Wahrscheinlich kommt sie von selber, oder? Ja, okay. Es wird eine Schleichmission. Gehe ich mal von aus. Oder wir ballern uns den Weg dahin. Frei. Nach Informationen suchen. Ist hier noch Kollegen? Ja, ich nehme mal den Schrott mit auf den Weg. Warum auch nicht? Sollen wir hier lang? Das sieht mir ein bisschen sicherer aus. Oder nicht? Ah, sie kommt. Ja, sie kommt mit. Cool. Okay. Das heißt, wir können den Weg vorgeben. Finde ich ganz angenehm. Das wird heikel. Es wird heikel. Oh, die kommen hier lang.
Vorsichtig jetzt. Ja, bleib bloß hinter mir. Nein. Adieu. Und das hört er nicht, einen Meter vor uns. Oh, okay. So, die hätten wir. Ich verstecke den anderen noch. Ich glaube, das ist sicherer. Komm her, du gehörst ins Gebüsch. Was? Mach keinen Scheiß, Mädel. Schreist nur so rum. Körper ablegen. So, hier liegst du gut. Ja, hier könnt ihr beide euren Spaß haben. Ist hier sonst noch irgendjemand, den ich noch nicht auf dem Schirm habe? Sieht nicht danach aus. So, der Kollege, der guckt nicht in unsere Richtung. Ja, wobei. Nein. Die Art ist in Versicherung immer direkt. Ich hoffe, ihr wisst, wie besonders das ist. Ich bin sehr, sehr wählerisch. Hier auf meiner Insel seid ihr frei. Frei von euren Verantwortungen. Gut, er sieht den toten Hund, aber sonst? Ja, siehst du, der tote Hund interessiert ihn nicht. Und euren primitivsten Trieben nachgehen. Das, meine wahren Freunde, ist mein Geschenk als Dank für eure unsterbliche Treue. Tschüss! Oh. Nein. Du siehst mich nicht. Den hat man noch nicht auf dem Schirm. Da eine Leiche, du sagst es. Okay. Wir müssen immer noch herausfinden, wohin der Wissenschaftler verschwunden ist. Boah, das war er. So viele können es aber hier nicht mehr sein, oder? Wir gehen direkt zu dem Helipad. Komm. Da liegt er doch. Lesen. Ein Abend auf Cayo Villarreal. Sehr geehrte Tante Lopez. Ich habe keine Ahnung. Tentiene, oder? Wie hieß das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Sehr geehrte Tante Lopez. Als Anerkennung für ihre herausragenden Dienste zum Wohle eines wahren Jaras lädt sie der glorreiche General José Castillo, Kommandeur der FND Luftwaffe, großer Vorsitzender der Viviro-Unternehmungen in Madrugada, Achilles der Karibik, allseits beliebter wahrer Jaraner und Träger des Löwenherzordens, für herausragenden Mut herzlich ein, einen exklusiven Abend voller Spaß und Exzesse zu begehen. Und zwar in seiner Privatresidenz am nördlichen Ende von Cayo Villarreal. Drinks, Geschenke und Gleitmittel werden bereitgestellt. Bitte antworten Sie, so schnell es Ihnen möglich ist, um Ihre Teilnahme zu bestätigen. Gleitmittel. Hier steht, José hat eine Villa auf der Nordseite der Insel. Ja. Was sagst du dazu, meine Liebe? Willst du mir noch mal antworten? Hat sie mich überhaupt gehört? Josés Haus ist am nördlichen Ende der Insel. Wir müssen wieder zurück. Willst du mich verarschen? Kommen wir nicht von da? Gibt's noch nicht. Moment, ich gucke mich mal hier erst um. Vielleicht liegt hier noch irgendwas Interessantes für uns rum. Ah, guck mal hier. Ein bisschen Schrott. Können wir immer gebrauchen. Da ist nichts Interessantes für uns drin. Na gut. Wir müssen also wieder zurück. Schwimmen wir oder laufen wir? Ich würde sagen, wir laufen. Wir haben ja eh alle hier erledigt. Upa. Vielleicht haben wir doch nicht alle erledigt. Schau ab. Tschüss. So. Kommst du mit? Wo ist sie? Alter, lass dir doch nicht so viel Zeit, Mädel. Was ist denn los mit dir? Wir müssen noch schnell dahin.
So, das ist tatsächlich der Weg, den wir genommen haben. Wir hätten einfach in die andere Richtung gemusst. Aber gut, woher sollen wir das auch wissen? Wir sind ja neu hier. So. Hier ist gar kein Weg, aber... Wir laufen an allen vorbei. Vielleicht ist das auch das... Vielleicht ist es ja der sichere Weg. Der bessere Weg. Wer weiß. Kann natürlich sein. Hier sehen wir keinen einzigen Menschen. Und gleich steht eine Armee vor uns. Ich sehe schon kommen. So, und da oben geht's dann los. Mit dem Risikogebiet. Wo ist denn unsere Frau? Sag mal. Ein Computer? Sie kann uns nicht antworten, weil sie 10 Kilometer entfernt ist. Aber gut. Aber hey, was soll's. Nein! Was? Nichts, Mann! Wie können die uns so schnell sehen? Ein Ingenieur. Ein Ingenieur, natürlich. Oh Gott, ey, hier ist wieder eine halbe Armee. Fahrzeug zu weit weg zum Scannen. Wir sollten das Auto vielleicht mal scannen, ausnahmsweise. Wir haben, glaube ich, noch nie ein Auto gescannt. Wäre mal ganz interessant zu sehen, was das denn ist. Das ist immer noch zu weit weg. Oh nein! Cool! Dieses Fahrzeug ist jetzt bei jedem Übergabeort verfügbar, der zu diesem Fahrzeugtyp passt. Finde ich gut. Wer ist denn hinter uns? Willst du mich verarschen? Adieu. Das war knapp. Wir sollten den Kollegen da oben erledigen, ne? Der ist alleine. Und sie, weißt du? Ich habe keine Ahnung, wieso sie so lange braucht. Die soll uns doch helfen. Wo ist der Kollege? Ich sehe ihn nicht. Da ist der Hund, auf jeden Fall. Der Hund, der macht mir so ein bisschen Sorge. Brandgeschosse. Warum auch nicht? Sag mal, wo ist der Typ eigentlich? Unser Handy findet bestimmt Abhilfe. Ich sehe ihn einfach nicht. Hä? Das müsste eigentlich hier irgendwo sein, aber... Der ist schon weg. Mist, ein Hund. Oh, das ist sogar so ein Raketenschütze. Ja, wir sollten hier schnell weg. Kein Interesse an Raketen. Ist hier unten irgendjemand? Das sieht nach einem sicheren Aufstieg aus, aber hey. In diesem Spiel ist nichts sicher. Kann man hier irgendwas lesen oder irgendwelche Informationen sammeln? Was ist das für ein Buch? A Stranger in Esperanza. Wer kennt es nicht? Ich hab keine Ahnung, wo sie ist, ne? Guck dir das mal an. Ja, wobei, der blaue Punkt bewegt sich so langsam in unsere Richtung. Finde ich gut. Denn wir brauchen ihre Hilfe. Unbedingt. So ein paar Zigarren gibt es hier. Ein bisschen Alkohol, ein bisschen dies, das, tralala. Okay. Ich weiß nicht so recht, ob wir hier heil rauskommen aus der Sache. Sieht alles sehr, sehr schwierig aus. Schwierig zum Einnehmen in jedem Fall. Was? Das ist ein Hai? Der hat ein Hai im Pool? Reiche Menschen. Ich sag nichts weiter. Zum Glück kann uns der Hai nicht verpfeifen, wollte ich gerade sagen. Ich dachte echt, der Hai hat uns gesehen. Das wär's ja noch. Okay. Es muss da drin irgendwo einen Computer geben. Ich hoffe, wir finden den. Sonst muss ich leider unser L1 R1 benutzen, um das Haus zu zerstören. So, der guckt da hinten in die Richtung. Das ist ganz angenehm. Das heißt, wir können hier hoffentlich ganz einfach reinspazieren. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh mein Gott. Ja, ja, hä? Wer war das? Da habe ich einen Kopf gesehen. Mann, ey. Die sehen auch alles, weißt du? Hier, guck. Wow. Oh, kann es sein, dass er besoffen ist? Der ist
ist doch besoffen. Ich habe keine Ahnung. So, ich muss aber irgendwie... Einen nach dem anderen. Ich glaube, wir machen trotzdem den hier erstmal fertig. Ach, guck mal. Da kommt sie endlich. Na, wo warst du denn? Oh mein Gott! Genau in dem Moment, weißt du? Genau in dem Moment dreht er sich um, wo ich drüber klettern will. Es ist doch... Es ist nicht zu fassen. Nein, nein, nein. Nein, das war noch ein Treffer. So. Wer hat mich gesehen? Ich frage mich gerade echt, wer mich sieht. Der Typ da oben, der kann uns gar nicht sehen. Das ist unmöglich. Das macht gar keinen Sinn. Okay, ganz ruhig. Der Hai, der wird uns nichts tun. Ja, ja, ganz ruhig. Okay, das war er. Der Hund muss leider auch dran glauben. Doch nicht. Ich glaube, wir können hoch. Ich gehe auf jeden Fall hoch. Hey, gefunden. Zwischensequenz. Ganz gut. Kein Passwort, Idiota. Mal sehen, was wir hier haben. Na, was haben wir denn da? Oh. El Pequeño hat eine scheiß Folterkammer voll mit Parias. Unter dem Leuchtturm, südlich von hier. Mhm. Cojones, kannst du mich reinlassen? Schon geschehen. Ich bleib hier und guck mal, was ich noch finden kann. Hier sollte Suerte es eine Kiste geben. Ja, ja, wir lesen das sofort. Ich lese erstmal. Herausgerissener Tagebucheintrag. Diego, dieser kleine Hijo de puta, Anton hat die Autobahn bei Segunda nach ihm benannt. Diese Autobahn hätte meinen Namen tragen sollen. Dieser beschissene kleine Kondomunfall muss einfach alles ruinieren. Kondomunfall. Ich werde wieder in sein Zimmer schleichen, wenn er schläft. Aber diesmal werde ich ihm in die Socken scheißen. Oh, und zu allem Überfluss habe ich heute noch meinen Lieblingstanga verloren. Goldene Burano-Spitze ist in Yara nicht leicht zu kriegen. Dann muss ich schon wieder nach Rio, um meinen Stress zu entkommen und etwas Dampf abzulassen. Zünde ich ein paar Parias an, um sie brennen zu sehen. Bis zum nächsten Mal, mein geliebtes Tagebuch, José. Was für ein Freak, Alter. Hier muss es doch irgendwo eine Kiste geben, oder ist sie unter uns? Ich muss gründlich. Ach so, huch. Was haben wir denn hier Schönes drin? Eine Pistole, Blutrausch. Blutrausch, das hört sich interessant an, auf jeden Fall. Das ist nicht Blutrausch, das ist das, was wir im Moment haben. Das hier ist Blutrausch. Nee, ist es nicht. Das ist Blutrausch, Entschuldigung. Die ist ja mega scheiße. Warum ist sie so kacke? Hä? Nie wieder, nie werde ich die Nacht vergessen, als Claudia mit ein paar Soldados in der Kneipe zusammengeriet. Sie gingen etwas forsch auf Tuchfühlung. Claudia griff sich eine Rumflasche, die neben ihr stand, und schickte zwei von ihnen ins Krankenhaus. Ich habe die Scherben davon in dieses Schmuckstück eingearbeitet. Daniela. Ach was, echt? Wo sind denn die? Das ist ja cool. Also ich mag diese Geschichten hinter diesen Waffen, diesen einzigartigen Waffen. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Ach so. Ja gut, aber der ist... Unsere Pistole gefällt mir viel besser.
schneller und der Schaden ist ja doppelt so hoch. Mehr als doppelt. Netter Versuch. Reicht aber nicht. Tut mir leid. So, was haben wir hier? Wir haben auch eine MP gefunden. Und zwar die Scorpion. El General. Müssen wir irgendwann mal ausrüsten. Irgendwann. Aber mir gefällt die Pistole einfach zu sehr. So eine Scheiße. Was ist denn? Der Hai. Was hast du denn? Accesso. Gut. Ach, guck mal hier. Anton. Der Anton aus Tirol. Hier gibt's auch noch was zu lesen. Moment. Liste auf ein Pornoheft geschrieben. Einkaufsliste für El General. Badesalze, 1 Kilogramm. Koks, 100 Gramm. Möglichst rein. Gras, 500 Gramm. Nur Indica, natürlich. Krokodil, 20 Beutel. Molly, 200 Pillen. Haar, 30 Beutel. Was sind Haar? Haar? Keine Ahnung. 10 Mujeres, Parias. 10 Hombres, 5 Parias, 5 Obdachlose. Alter, was macht der denn? Der bringt einfach irgendwelche Leute um. Hier ist noch Munition. Brauchen wir aber nicht. Okay. Die Waffe hätten wir. Ich würde sagen, wir hauen ab, oder? Den Hai lasse ich mal leben. Der kann nichts dafür. Der ist halt ein Hai. Ich mag Haie. Sehr sogar. Hier lässt sich eine geile Fete feiern, Freunde. Eine geile Fete. Kann man das irgendwie ausstellen? Nein, es geht von selber aus.